Wir haben jetzt gesehen im Film Frau Attesch, dieses Molenbeek, auch die Szenen aus bestimmten Gegenden Deutschlands. Wie erleben Sie das? Ja. Ist das quasi eine Entwicklung jetzt, dass man sagen muss, hier findet eine ganz gefährliche Unterwanderung unserer Gesellschaften statt? Ist da 5 vor 12 oder 5 nach 12 in Berlin beispielsweise, wo Sie leben, Scharia statt Grundgesetz? Ich würde sagen, das ist schon 1 Stunde nach 12. Eine Stunde nach 12? Auf jeden Fall, denn wir haben zugeguckt, wie Parallelgesellschaften entstanden sind, die sich inzwischen, das, was Sie da gezeigt haben, vor allem in Neukölln und Mühlenberg, zu Gegengesellschaften entwickelt haben. Ich spreche in weiten Teilen Europas gar nicht mehr von Parallelgesellschaften, sondern ich wiederhole mich von Gegengesellschaften. Das sind Bezirke oder Teile, Straßenzüge in unseren Städten, die nur noch von Menschen dominiert werden, die dort ein bestimmtes Rechtssystem und auch eine bestimmte Lehre vom Islam implementiert haben. Mhm. Und Sie sagen es zu Recht, ich bin gläubige Muslimin. Ich bezeichne mich als Muslimin, nicht als sunnitisch, schiitisch oder sonst wie, sondern ich bin Muslimin. Und das ist mit ein Grund, warum ich gerade seit 4 Jahren noch mal verstärkten Personenschutz habe. Ich lebe seit jetzt 15 Jahren unter Personenschutz. Seit 4 Jahren explizit, weil ich eine Moschee gegründet habe für liberale Muslime in Berlin. Mhm. In diesem Jahr feiern wir unser 5-jähriges übrigens. Und das brachte Menschen noch mal auf gegen mich und man schickte mir noch mehr Morddrohungen. Und hier ist der Ansatz. Warum gehe ich in eine Moschee oder wieso gründe ich überhaupt eine Moschee? Ich habe die Moschee gegründet, weil ich in diesen Parallelgesellschaften und durch meine Arbeit als Anwältin gesehen habe, dass es nicht ausreicht, von außerhalb in diese Gegengesellschaften und Parallelgesellschaften hineinwirken zu wollen. Mhm. Wir müssen verstehen, was diese Menschen in Sachen Religion machen. Und vor allem müssen wir da auch eine Gegenbewegung, eine Gegenerzählung und eine die pluralere Erzählung auch mit ins Spiel bringen. Aber wenn ich jetzt das mir anschaue, diese Bildaufnahmen, ich komme dann nachher gleich zu Ihnen noch, Herr Münz, wenn ich mir diese Bilder anschaue, auch mit diesen Clans, wir haben die Szenerien aus Holland, wo sogar der Ministerpräsident ins Visier von solchen Clan-Leuten gekommen ist. Da denke ich jetzt als gewöhnlicher Schweizer hier und Fernsehzuschauer, das ist ja unglaublich. Diese Leute kann man gar nicht integrieren. Die wollen sich gar nicht integrieren. Die sind hier sozusagen dabei, mehr oder weniger ihre Zivilisation auszubreiten. Ist das, kann man das überhaupt noch in den Griff bekommen, Frau Attesch? Ich meine, Sie sehen das, Sie erleben das täglich. Ja. Sind wir da nicht komplett gescheitert und überfordert? Und müssen uns eingestehen, das funktioniert einfach nicht. Wenn wir die Leute hierher holen, haben wir solche Zustände. Da müssen Sie jetzt dagegenhalten, mit meiner depressiven Sicht hier. Die werde ich Ihnen genau deshalb auch schon nehmen können, weil Sie als Schweizer nicht allein damit stehen. Mhm. Schauen Sie, ich sitze Ihnen gegenüber als Kind von türkisch-kurdischen ehemaligen Gastarbeitern aus der Türkei. Aber Sie sind und auch nicht Clan-Chefin geworden, nicht wahr? Sie haben einen anderen Weg beschritten. Absolut. Und genau das will ich Ihnen sagen. Und wir haben in dem Beitrag zuvor auch gehört, dass in Dänemark ein Mann, Politiker mit äthiopischen, soweit ich in Erinnerung habe, Hintergrund, auch Ideen entwickelt hat, wie wir mit dem Thema Integration umgehen können. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen hier in Europa haben uns, die seit vielen Jahrzehnten in Deutschland leben als Zugewanderte und inzwischen Deutsche. Ich habe nur noch den deutschen Pass. Mhm. Das heißt, ich habe ein Interesse daran, die Welt, die ich hier vorgefunden habe als Gastarbeiterkind, mit all seinen Werten und der Demokratie so aufrechtzuerhalten. Das heißt, ich will Ihnen da etwas Mut zusprechen und sagen, stehen Sie doch gemeinsam mit uns, die wir uns für die Demokratie, die Gleichberechtigung der Geschlechter, die Vielfalt einsetzen, stehen Sie doch mit uns Schulter an Schulter und verteidigen das Europa, wofür wir es lieben, warum wir hier leben wollen. Ja. Ich blende jetzt gerade rüber zu Herrn Münze. Ich muss Sie hier jetzt natürlich ins Spiel bringen. Sie haben die Politiker beraten, Sie kennen die Europäische Union aus dem FF, Sie waren im Stab von Jean-Claude Juncker. Einmal ganz einfach gefragt, sind wir in Europa nicht viel zu naiv mit unserer Migrationspolitik? Haben wir nicht die Politiker,
Nicht die Leute, die gekommen sind, sondern die Politiker. Sind die nicht schuld daran, dass solche Zustände jetzt ausgebrochen sind, wo man zu Recht sagt, um Himmels Willen, bin ich jetzt der Indianer im eigenen Land, wenn ich da in bestimmte Bezirke von Berlin gehe? Hat die Politik da geschlafen, völlig naiv irgendwelchen falschen Konzepten angehangen? Politik plant in der Regel maximal für eine Legislaturperiode. Und diese Themen... Ich höre da eine gewisse Skepsis, ja, und kritische... Nein, es ist rationales Verhalten. Politiker, ja, wollen wiedergewählt, ja, werden. Sie, genau, planen für die nächsten 4 oder 5 Jahre maximal. Häufig, ja, ist aber schon das Überleben der nächsten, ja, Woche oder des nächsten Monats schon die Herausforderung, ja, wenn es eine Krise hat. Und diese Themen, um die es hier geht, sind solche, die sich über Jahre, Jahrzehnte entwickeln. Sie haben, außer es gibt gerade mal sozusagen ein großes Ereignis, ein Anschlag oder so etwas, ja nie diese Urgenz, sondern das ist ein strukturelles Problem. Mhm. So wie, ich weiß nicht, die Landflucht aus den Alpen oder aus Bulgarien. Und da jetzt sozusagen auf ein strukturelles Problem zu reagieren, setzt ein Problembewusstsein voraus, ja, und setzt auch den Wunsch voraus, etwas zu ändern. Mhm. Womit man sich ja nicht nur Freunde macht, bekanntermaßen. Ja. Und von Migrationspolitik können wir nicht reden, weil es sind sozusagen einzelne Politiken. Es gibt da gab früher eine Gastarbeiteranwerbung. Es gab dann natürlich immer, gibt es so Asylrecht und Flüchtlingspolitik. Es gibt menschenrechtliche Erwägungen, warum Familienzusammenführung und Heiratsmigration möglich sind und so weiter. Die kommen nicht unter einem Dach. Mhm. Ja, für manches ist die europäische Ebene zuständig, für manches sind die einzelnen Staaten zuständig. Ja. Für Abschiebungen in Deutschland, mhm, zum Beispiel das jeweilige, ja, Bundesland zuständig. Ja. Also es ist eine völlige Zersplitterung. Ja. Es gibt nicht den Politiker, der auf einen Knopf drückt. Ja, klar. Aber wenn wir diese Bilder sehen und wenn wir die Schilderungen auch von Frau Attesch hören, auch letztlich ihre Lebenssituation, dann vielleicht die Frage an Sie, sind das für Sie denn auch bei solchen Bildern, sind das einfach nicht typische Erscheinungen, ist das vielleicht eine übertriebene Darstellung, die wir da sehen? Wie kommt das bei Ihnen an, wenn man solche doch jetzt extremen Entwicklungen da beobachtet? Also diese Phänomene gibt es alles, aber wenn man an einem normalen Tag durch Molenbeek geht, ist alles friedlich und man hat also nicht den Eindruck, da jetzt irgendwie in einer, ja, in einer Gesellschaft zu sein, die einem völlig feindlich gegenübersteht. Auch wenn es natürlich dort Elemente gibt, ich gebe Ihnen völlig recht. Ich könnte da, ja, zum Beispiel nicht leben. Also ich könnte unmöglich dort auch einfach so spazieren gehen. Das ist nicht möglich. Mhm. Und dass wir solche Regionen in Molenbeek haben oder auch überhaupt in Europa, das ist meiner Ansicht nach nicht, ja, akzeptabel. Also ich hatte kein Problem, Berlin, durch Molenbeek, mhm, zu gehen. Ja. Ich lebe in Berlin, ja, und ich könnte nicht in Berlin ohne Personenschutz durch, mhm, Neukölln, die Sonnenallee runterlaufen. Ich würde das nicht mal mit Personenschutz machen. Mhm. Ich wollte nach Molenbeek, als ich in Brüssel, mhm, zu einem Termin, zu einer Konferenz war. Und ich habe einen Mandanten aus der Türkei, mhm, gehabt, der sich gegen die türkische Regierung wehren musste. Und ich wollte diesen Mandanten treffen, mhm, und habe dort die Adresse des Mannes den Polizeibeamten dort, mhm, gegeben. Und sie haben mich gebeten, ob wir das Gespräch nicht im Hotel machen, mhm, können, weil das eine Region war. Wenn wir dort mit den Limousinen auftauchen würden, mit den gepanzerten Limousinen, dann würden wir Aufsehen erregen. Das heißt, man muss dann halt, mhm, auch gucken, ob man das machen, ja, möchte. Und dann haben wir es vorgezogen, im Hotel zu bleiben. Also ich gebe Ihnen recht. Nicht in Gefahr nehmen, aber wenn Sie die U-Bahn nehmen, fällt das niemandem auf. Ich gebe, mhm, Ihnen recht. Und wenn ich mich teilweise verkleide, falle ich auch nicht auf. Ich gebe Ihnen recht, ja, dass es für viele Menschen so ganz normal ist, wenn Sie nach Neukölln gehen, Sie werden nichts Auffälliges bemerken. Aber wenn Sie genauer hinschauen und sich die Frage stellen, was für eine Gesellschaft leben diese Menschen dort, welche Glaubenssätze und in welche Moscheegemeinden gehen Sie, wo wird eingekauft und wie sind die Geschlechterverhältnisse, wie viele Frauen sehen Sie auf der Straße, wie viele Männer, wie wird da das Leben insgesamt gestaltet, dann erleben Sie eine, ja, Gegengesellschaft. Und wie beurteilen Sie, von Ihren Überzeugungen, ja, auch zum Land überhaupt, ja, ja, in dem Sie leben. Kann ich eine Nachfrage stellen? Bitte. Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang eigentlich die Rolle der Behörden? Man fragt sich ja, wenn man ihnen zuhört, denkt man, ja, wie man will, was machen denn eigentlich die staatlichen Behörden? Lassen die das einfach zu? Schaut man gar nicht hin? Wir haben gehört, Molenbeek, das sind zum Teil Gegenden, es gibt auch andere, auch in Frankreich,
das hat mir ein Franzose kürzlich erzählt, die Polizei geht gar nicht mehr hin. Ja. Die trauen sich gar nicht mehr, die sagen, das bringt gar nichts mehr, das ist brandgefährlich. Ja, es ist entstehen hier sozusagen Enklaven des Unrechts, wo unsere Behörden gar nicht mehr hinreichen. Beobachten Sie das auch in Deutschland, beobachten Sie das auch in Berlin? Das beschreibe ich genau als Gegengesellschaft. Ich benutze kaum noch das Wort Parallelgesellschaft. Wo die Polizei nicht mehr hingeht. Nein, sie geht da nicht mehr hin oder geht sehr vorsichtig da nur noch rein. Und man kann dort auch nicht mehr so viel ausrichten. Meiner Ansicht nach ist das der politische Wille. Den muss man haben, wenn man Integration betreiben will. Und wenn der politische Wille nicht da ist, wenn man wirklich kein Konzept hat, wie wir zusammenleben wollen, dann kann man es auch nicht umsetzen. Und deshalb bin ich ganz bei Ihnen, wenn Sie sagen, Politik denkt nur in Legislaturperioden. Mhm. Was wir aktuell auch sehen bei den Wahlen ist, dass das Thema Migration oder Integration nur dazu benutzt wird, um zusätzliche Stimmen noch zu bekommen. Und dann schauen sich die Politikerinnen und Politiker an, die Zahlen der Menschen, die in dem Land leben, eben auch der Migranten, und überlegen sich, wen würden diese Menschen wählen? Ja? Und was für eine Politik muss ich machen, damit die Migranten mich wählen? Mhm. So funktioniert die Politik inzwischen. Und dann guckt man über Parallelgesellschaften gerne weg, weil jetzt auch diese Migranten, die in diesen Parallelgesellschaften gerne leben, einen auch wählen, also lässt man sie auch gerne in Ruhe oder macht eine Politik entsprechend, indem man dann sagt, oh, also oder neue Wörter erfindet, wie zum Beispiel Islamophobie oder antimuslimischen Rassismus. Das sind die ganz neuen modernen Wörter, um den Opferstatus der Minderheiten auch so wie er etabliert ist, beizubehalten. Und wenn man sich das Thema nur so anschaut und sagt, Migranten sind immer Opfer von Rassismus, und zwar von rechtem Rassismus. Mhm. Und sie sind niemals Täter, weil sie ja Minderheit sind. Mhm. Wenn man so Politik macht, dann kann man Parallelgesellschaften weiter aufrechterhalten und ausbauen. Und diese Menschen wählen einen dann auch. Und dann verschließt man eigentlich die Augen, wie Sie sagen würden, verschließt man die Augen vor der Wirklichkeit. Jetzt interessant, Herr Münz, wir haben es schon angesprochen. Übrigens, Präsident Macron hat dieser Tage auch ein Gipfelgespräch gemacht mit den EU-Verantwortlichen zum Thema Migration. Jetzt im französischen Wahlkampf möchte er das ganz groß bringen. Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang das Beispiel Dänemark? Und dort hat ja die Ministerpräsidentin SP, die Sozialdemokraten, die Frau Frederiksen, die hat gesagt, warum mache ich diese sehr restriktive Migrationspolitik? Ich komme von einer ganz anderen Ecke. Ich war früher eher auf der sogar stark linken Seite. Sie hat in einem Interview gesagt, das fand ich bemerkenswert, sie hat gesagt, die Auswirkungen dieser ungesteuerten, auch sehr gewalttätigen Migration, die stattgefunden hat, trifft natürlich vor allem die Leute mit dem kleinen Portemonnaie, die nicht mobil sind und irgendwie in einer teuren Wohngegend wohnen können, wegziehen können. Und wenn man nicht will, dass die Le Pens und die Salvinis und wie sie alle heißen, Europa übernehmen, dann müssen wir in der Politik endlich anfangen, dieses Migrationsthema ernst zu nehmen. Und meine Frage an Sie, jetzt provokativ zugespitzt, Sie kennen natürlich diese Politiker ganz genau. Diese Migrationsfrage wird doch nach wie vor total tabuisiert. Und Kritiker wie Frau Attesch, die müssen sich dann noch anhören lassen, die sagen, da kommen da aus einer extremen politischen Ecke. Genau, plötzlich sind sie noch eine Rassistin. Aber wir können bezeugen, wir legen die Hand für sie ins Feuer, Frau Attesch, Sie sind keine Rassistin. Aber eben noch einmal hier etwas die kritische Frage an den Politikkenner und Politikberater. Der dänische Weg, wir dürfen doch diese Wähler nicht den Le Pens und wie sie alle heißen überlassen. Also das ist nicht nur der dänische Weg, sondern es gibt ja andere Länder, die das auch so sehen, und zwar eben von Mitte-Rechts- bis Mitte-Links-Regierungen, die jetzt einen ähnlichen Kurs da fahren mit den ähnlichen Argumenten. Mhm. Also es ist wichtig zu sehen, es geht nicht um das Thema ungesteuerte Migration, weil die Mobilität innerhalb der EU oder auch zwischen der EU und der Schweiz ist ja auch ungesteuert. Mhm. Aber solange die Leute im Wesentlichen als Arbeitsmigrantinnen und Migranten wegen eines Jobs wohin gehen, dann scheint mir das Risiko jetzt sozusagen nicht so groß zu sein. Sondern das Thema ist, wenn Menschen zu uns kommen, die über keinerlei Qualifikation verfügen und oder die eben nicht die Vision mitbringen, sie wollen so leben wie wir, sondern die eben ihre eigenen Werte und gesellschaftlichen Vorstellungen sozusagen mit importieren wollen. Also können uns wenige ein Problem bescheren, und man muss besser auswählen, wie Sie eingangs gesagt haben. Könnte man dadurch, durch bessere Auswahl,
dieses Problem der Parallelgesellschaft in den Griff bekommen, Herr Münz? Also wir haben ja schon Kanada hier als ein sozusagen leuchtendes Beispiel bekommen. Wieso funktioniert das in Kanada? Kanada hat keine gemeinsame Grenze mit irgendeinem armen Land. Man kann auch nicht mit dem Schiff dorthin kommen oder mit dem Schlauchboot. Das heißt, die Kanadier haben eine große Autonomie, was die Steuerung der Zuwanderung betrifft. Ja. Sie wählen die Leute nach Qualitätskriterien, die da sind. Alter, sprich jung, also wir hätten dort keine Chance mehr, dort genommen zu werden. Wir sind schon zu alt. Qualifiziert und Sprachkenntnisse aus. Und dann kann man auch Familienzusammenführung zulassen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein, sozusagen hochqualifizierte Leute, die dann jemanden heiraten, sozusagen derselben Bildungskategorie als Partnerin oder Partner werden, ist auch sehr hoch. Ja, ja. Bei den Kindern sieht man ja in der PISA-Erhebung, dass eben zum Teil die Kinder dieser qualifizierten Zuwanderer sogar bessere PISA-Ergebnisse haben. Also das funktioniert. Ja. Nur das Problem ist, wir haben in Europa keinen einzigen Staat, der sozusagen eine Insel ist, keinerlei sozusagen Bezüge zu ärmeren Ländern und wo man damit anfangen könnte. Ja. Frau Matesch, wenn Sie jetzt mit Herrn Münz, nehmen wir an, er wäre der Kanzler, Bundeskanzler Deutschlands oder Österreichs, Sie würden mit ihm jetzt zusammensitzen und er würde Ihnen sagen, ja, diese Parallelgesellschaften, die kriegen wir durch bessere Auswahl in den Griff. Und da würde vielleicht der Assistent noch sagen, klar, und dann pulvern wir noch mal eine halbe Milliarde in Frontex rein und dann ist das Problem gelöst. Was sagen Sie zu diesen Vorschlägen? Ja. Bessere Qualifikation, bessere Auswahl, einen Ozean können wir jetzt nicht um Deutschland legen, das ist schwieriger. Was halten Sie von diesen Konzepten? Der Ansatz ist auf jeden Fall schon mal richtig, aber man darf nie das eine tun und das andere lassen. Und so wie Sie, Herr Münz, das mehrfach jetzt schon gesagt haben, Migration ist ein sehr vielfältiges Thema. Das hat sehr, sehr viele Gründe. Und dass Menschen sich entscheiden, nicht dort zu leben, dort zu arbeiten, wo sie geboren wurden, das ist ganz natürlich global, überall auf der Welt. Und wir haben gerade eben einen sehr schönen Beitrag gehört von Herrn Kahn. Ich bin mit ihm absolut einer Meinung. Menschen wollen sich teilweise... Ist der Mann mit dem Globalvisum. Globalvisum, genau. Diese Idee mit dem Globalvisum spiegelt ja das wieder. Und was er erzählt, spielt ja genau das wieder, was weltweit passiert. Wenn Menschen eine Fähigkeit haben oder einen Job machen wollen, der nicht in dem Land stattfindet, wo sie geboren und aufgewachsen sind, dann suchen sie sich das Land aus, wo sie sich verwirklichen können. Und dort ziehen sie auch hin. Sie entscheiden sich, aus diesem Land wegzugehen. Migration, Immigration gibt es zu einem viel größeren Teil unproblematisch auf unserer Welt. Probleme haben wir doch nur mit denjenigen, die zu uns auch kommen oder in andere Länder gehen, aber im Grunde mit dem Land, wo sie hingehen, nicht einverstanden sind, was das politische System und das gesellschaftliche System anbelangt, also die Werte. Wir haben nur Probleme mit denjenigen, die von Anfang an sagen, ich gehe da zwar hin, aber ich will da nur was für mich positiv rausholen, aber ich werde mich da niemals in dieses Land in irgendeiner Form gesellschaftlich, politisch und kulturell einbinden. Das will ich gar nicht. Ich habe gar nicht dieses Interesse. Und diese Leute müssen wir irgendwie ausmachen. Und das können wir nicht erst, wir können das nicht am Anfang machen, also da aus dem Land, wo sie sind. Wir können es manchmal unterwegs nicht machen. Und auch erst, wenn sie bei uns wirklich sind, im realen Leben, in der Schule, am Arbeitsplatz, überall da, wo wir genau das entdecken und Einfluss haben, sollten wir, wenn er jetzt der Politiker ist, wie ich das erzähle, der es ja eh weiß, dort handeln. Ja. Das heißt, in den Schulen müssen wir sehr viel mehr Demokratiebildung machen.